Hallo, es ist jetzt schon wieder der nächste Tag und gestern sind wir in Toronto angekommen und dann eben noch durch die Stadt ein bisschen gelaufen, in ein paar Läden und dann noch chinesisch essen in einem Dumpling-Haus. Es war richtig lecker. Ich habe das erste Mal so richtige Dumplings probiert, die waren so lecker. Und ja, dann sind wir eigentlich nur noch ins Hotel danach. Und heute laufen wir oder schauen wir uns die Stadt noch ein bisschen genauer an und sind jetzt schon in einem St. Lawrence Market gewesen und jetzt noch in so einem Ortsteil und ja. Wieder zurück im Hotel und wir haben uns heute eben Toronto ein bisschen angeschaut. Zuerst waren wir bei der Distillery District noch und dann sind wir zu der Hockey Hall of Fame, aber da sind wir nicht reingegangen. Und dann sind wir noch zum CN Tower, also da sind wir nicht hochgefahren, weil es heute so neblig war. Das machen wir vielleicht noch morgen früh. Und ja, zu dem Zugmuseum und zu der Brauerei und so, das haben wir uns von außen alles ein bisschen angeschaut. Und dann sind wir noch an Harbour vor und haben da dann gegessen. Und jetzt waren wir noch im Einkaufszentrum im Easton Center, glaube ich, heißt es. Und ja, jetzt gehen wir dann ins Bett. Und ja. Zwei Tage vorbei, weil gestern haben wir nur noch in Toronto gefrühstückt und sind dann nach Montreal gefahren. Das war eine etwas längere Fahrt und in Montreal hat es dann nur noch geregnet, deswegen haben wir da nicht mehr viel gemacht. Und heute schauen wir uns eben Montreal an. Heute ist auch schönes Wetter und Montreal finde ich voll schön. Wir waren bisher in diesem Notre Dame von Montreal und ja. Everywhere.
Daddy, Daddy.